Hallo und herzlich willkommen zurück bei DayZ. Ja, in der letzten Folge habe ich mich verlaufen mal wieder. Also die letzte Folge war rein theoretisch nur, ich laufe da den Weg, ich laufe ihn wieder zurück. Aber jetzt bin ich in der Nähe von Zeus. Da hinten sieht man schon die Stadt, in der wir uns treffen. Und ja, mal schauen, was heute so passiert. Und damit herzlich willkommen. So, wie versprochen, heute treffen wir zusammen. So, und es geht los. Alter, wie lange brauchst du ungefähr? Also ich bin jetzt eigentlich direkt vor der Stadt. Ich laufe hier gerade noch die Straße entlang. Wo befindest du dich dann ungefähr? Gibt es da irgendeinen markanten Punkt oder sowas? Also ich würde jetzt quasi zu der Military Base da laufen, bei Starry da, und würde quasi oberhalb am Bierstand warten. Okay, ich schätze mal, das werde ich noch irgendwie hinbekommen mit der Orientierung. Also ich mache mich auf den Weg mit den 2 Minuten beim Bierstand. Jo. So, also ihr seht, ich bin in der richtigen Stadt auf jeden Fall. Jetzt hoffe ich nur, dass hier keine weiteren Spieler sind, weil in der letzten Folge hat man hier ja Schüsse gehört. Beziehungsweise Zeus hat Schüsse gehört, bei mir hat man das gar nicht mitbekommen. Das ist ein Zombie. Und in der Stadt ist das Spiel mal wieder unstabil wie eh und je. Ich habe ja auch gerade bloß noch 13 FPS. Ich sehe meine FPS wie gesagt nicht. Aber ja, da kommt's auch hin, ungefähr. Oh, das war hier eigentlich nie ein Problem. Nee, das ist seit dem letzten Update, also an unseren PCs kann es echt nicht liegen. Wir haben relativ gute und wie gesagt, wir hatten auch nie Probleme damit. Also irgendwas haben die bei diesem Update, ich sag jetzt mal, verkackt. Also ich sehe auf der Militärbase ein Zombie. Bist du schon auf dem Deer-Stand? Ich bin quasi davor. Oberhalb von dem Dings. Ich glaube, ich habe nur Schritte gehört und nicht von einem Zombie. Ich bin mir aber nicht sicher. Wo bist du? In der Stadt. Ich suche gerade die Militärbase. Ich bin... Ah, ich werde abge... Oh, fuck. Ich bin tot. Alter, ich habe mich erschrocken. Ja. Ich wusste, ich habe irgendwo Schritte gehört. Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Der hatte Dings, Schalldämpfer drauf. Also ich bin noch bewusstlos. Wo liegst du denn? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht. Ich bin am Rande der Stadt, also neben mir, links neben mir waren noch Häuser. Ich müsste aus Norden gekommen sein. Und ja, irgendwo da am Rande der Stadt an einem roten Haus. Super. Also hier seht ihr die Action. You are ich kann es nicht aussprechen. Nein. I'm friendly. Sie haben mich festgenommen. I'm friendly. Das sind 2, oder bist du das? Nee, das sind 3. Die ziehen mich aus. Die wollen mich vergewaltigen. Hey, Bro. You are German? Ah, perfekt. Hallo. Ich hoffe, ihr seid freundlich, Jungs.
Okay, 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 ich renne vor, du rennst nach, oder wie wollen wir es machen? Alter, halt, Rudi, knall mich ab, ich weiß es. Du bist gerade gar nicht bei mir. Ja, also ein Kumpel von mir, der war irgendwie am Anfang der Stadt, irgendwie bei einem roten Haus, sagte und wurde abgeschossen. Ja, da hier sind 3 oder 4 Leute, ich sehe nicht alle, ich kann nur gerade ausgucken, die haben mich gefangen genommen, also Handschellen. Ja, dann sag mal ruhig bitte. Soll ich da zum roten Haus latschen oder wo genau hin? Okay. Guten Tag, hallo, bist du wach? Hallo? Ja, Kollege, wir töten dich nicht. Wir lassen dich gleich frei, wenn dein Mate auch hier ist. Okay, und was habt ihr genau vor, wenn ich fragen darf? Ihr dürft dann weitergehen, aber ihr macht dann hoffentlich keinen Mist oder so. Du hast dich hier so angeschlichen, dann mussten wir schießen. Ich hab mich angeschlichen? Ich bin da rumgerannt. Ja, hier neben dem... Nein, du standest hier rum, Bruder. Ja, aber guck mal, du kennst doch das Spiel. Hier schießt man erst und stellt dann Fragen. Und so haben wir es gemacht. Und wir sind immerhin so nett und helfen dir jetzt wieder hoch und wir lassen dich dann frei. Sonst wärst du schon längst tot. Okay. Guck mal, dein Kollege ist hier auch. Lex oder sowas? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Nee. Okay. Gut. Alles klar. Ich hab dir den Leanback aufgedrückt. Also sollte alles gut sein. Nur das einzige Problem, was wir noch haben, ist, du hast die Mosi noch in der Hand. Und wenn wir dich jetzt freischneiden, dann hast du die wohl immer noch in der Hand. Das weiß ich nicht, ich kann sie halt auch nicht ausziehen. Ja, ich weiß, ich hoffe halt sehr für dich, dass du nicht versuchst, wenn ich dich frei machen. Wir haben dich jetzt frei gemacht. Gut. Danke. Nimm dein Zeug zurück. Soll ich meine Waffen auf den Boden legen? Ja, alles gut. Ich geb dir, warte mal, deine Red 9 kriegst du zurück, ohne Munition. Bitteschön. Seid ihr nur zu zweit, danke. Oder ist doch einer hier? Nee, also wir sind nur zu zweit. Ob jetzt hier noch irgendwo einer läuft, das weiß ich nicht. Ich gebe dir sogar deinen Hunting-Scope zurück, falls du noch später was findest, bitteschön. Wenn du das haben willst. Okay, dann entschuldigen wir uns auf jeden Fall schon mal für die Unannehmlichkeiten hier, die wir euch da vorbereitet haben. Kein Problem. Mein Daisy ist gerade abgekackt. Alter, das gibt's nicht. Also mein Kumpel sagt gerade, sein Daisy ist abgekackt. Wo ist Start der DayZ? Also hier mein Kumpel gerade, sein DC startet gerade neu, also der ist irgendwie abgeschmiert. Also falls er jetzt spontan aufstehen sollte oder so. Ja, cool, danke. Sagen Sie, haben den Salinen weggedrückt. Ja, das haben sie mir vorhin auch gesagt. Aber die haben meine ganze Munition, soweit ich gesehen habe, genommen. Ja, ich habe eine Trumpet mit genau 4 Schuss, also eigentlich nicht mehr als ein Stock. Oh, cool, dankeschön. Ja, die Frage ist jetzt, wie verfahren wir jetzt? Also. Warte mal, einmal verfahren. Ich hab dir deine Munition hingedroppt und dein Hunting Scope. Kannst Dankeschön. Du mitnehmen. Aber bitte erst laden, wenn er weg ist. Okay? Also, ihr könnt jetzt einfach gehen am besten, aber kommt am besten nicht zurück. Ja, nicht, dass wir nochmal aussehen und verschießen dürfen. Wir wollten jetzt eigentlich bloß bei der Military Base gucken, ob wir da eine SKS finden oder so, und dann eigentlich auch schon weiterlaufen. Da liegt eine SKS. Da ist eine wie nennt sich das, im Container. Guck da am besten mal und dann holt dann gleich wieder ab, ja? Ja, okay, dann, soll einer von euch gehen und der andere hier warten oder wie wollen wir das machen? Nee, geht zu zweit. Geht ruhig zu zweit, wir decken euch hin. Okay, wir hauen dann. Okay, danke. Okay, gut, ich hab den guten Loot, ne?
Macht's gut. Dankeschön, ciao. Dankeschön, ciao. Es gibt tatsächlich noch nette Leute. Vorsicht, da sind links und die Dings. Da rechts sind die Zombies. Also sie waren jetzt echt netter als gedacht, aber dass sie mich abgeknallt haben, fand ich trotzdem unverständlich, weil ich bin da rumgerannt. Links, warte, links sind auch Zombies. Jo. Das sind die 100 Pro, die ganze Zeit schon hier sind, halt wohl. Ah, scheiße, ich wurde getriggert. Ja, ich merk's gerade. Ich mache. I think my arm is broken. Ja, scheiße. Nee. Okay. Ich weiß nicht, wie war denn das nochmal mit gebrochenem Arm? Bandage und Stecker, damit kriegst du es hin. Wo bist denn du? Auf der Militärstation jetzt schon. Alter, du hättest nicht vorgehen dürfen, wir dürfen uns nicht trennen gerade. So weit bin ich ja gar nicht vorgegangen. Alter. Wo haben die gesagt, liegt die SKS? Ah, warte, ich hab eine. Ah, cool. Okay, also die nützliche Munition haben sie mir nicht zurückgegeben, super. Das andere ist alles ruiniert. Wo bist du halt wohl? In einem Zelt gerade. Können wir abhauen? Ja, können wir. Wo bist denn du gerade? Da, oder? Ja. Hier. Der ist schon Zombie, ich weiß nicht, wo der ist. Ich höre keinen gerade. Warte, ich gucke, was noch hier ins Zelt rein. Jo. Alter, das kotzt mich jetzt trotzdem an, obwohl ich nicht tot bin. Hier, lass abhauen. Warte, ich habe hier noch einen geilen Hut. Kommst du? Warte. Ja. Bin ja in der Mitte wieder. Ja. Oh. Mal hier rein das Zelt rein und da irgendwas. Da war ich schon drin, da war ich okay, schon. Okay, dann lass abhauen. Dann lass wirklich abhauen. Jo. Was hier oben lang und dann nach rechts? Wie ist das jetzt genau? Also die der gebrochene Arm behandeln, hast du ja jetzt gesagt, aber wie ist das jetzt mit einem gebrochenen Arm? Verliere ich da jetzt immer weiter an Leben, oder? Nicht, dass ich wüsste. Also ich könnte es rein theoretisch erstmal so lassen. Ja. Wir machen es, wenn wir jetzt außerhalb sind, dann behandeln wir das. Jo. Wir laufen, jetzt Richtung große Militärbase, oder? Also eigentlich würde ich gerne einen Schlenker nach links machen, aber bei den Jungs, die kommen, knallen jetzt den ab. Ich würde sagen, wir hauen jetzt hier wirklich nach rechts ab. Jo. Und ja. Also wie gesagt, meine Musin ist jetzt nicht geladen, da haben sie meine komplette Muni genommen. Ich habe eben noch die Pistole, die ist geladen, aber ich glaube, die macht gar nicht so viel Damage. Heißt, im Ernstfall könnte ich zwar was ausrichten, aber nicht viel. Ja, okay. Ich
Wir hauen jetzt hier die Straße lang. Also ich weiß, wo ich hin muss. Ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber ich weiß, wo ich hin muss. Also am besten, also hier kenne ich mich ziemlich gut aus. Ja gut, wenn du den Weg weißt, dann folge ich dir. Ich habe eh keine Ahnung. Das waren das 4 oder 5? 4, glaube ich. Hm. Wieso fragst du? Für später. Okay. Also 4 waren auf jeden Fall da, ob ein 5. noch irgendwo im Hintergrund war, keine Ahnung. Aber kein Wunder, dass ich die nicht gesehen habe. Die hatten ja schon relativ gutes Ausrüstungszeug und Tarnsachen und so weiter. Okay, das ist mir jetzt unsafe eigentlich. Okay. Okay, ich denke, das müsste reichen. Jetzt geht's hier lang. Jo. Ich gedacht, die knallen nicht ab, ne? Ja, ich habe auch eher erwartet, dass die jetzt komplett alles von mir nehmen und mich dann liegen lassen einfach. Ich habe echt nicht erwartet, dass die mich wiederbeleben sozusagen. Alter, wie die Crash. Ja, sehr geil. Hoffentlich sind da jetzt nicht noch Leute, die mich abknallen, aber gut. Immerhin haben wir uns jetzt mal gefunden. Und jetzt kann es auch wirklich richtig losgehen. Außer wir sterben jetzt hier. Ich bleib zurück, geh nur dahin und gucke. Jo. Das ist freies Feld, Alter. Wenn hier irgendwo ein Sniper ist, ich bin am Arsch. Immer in Bewegung bleiben. Hier waren schon welche, kannst du vergessen. Es ist alles leer und das, was noch da ist, ist ruiniert. Das haben sie hier kaputt gemacht. Das waren hundertprozentig die. Ich hab grad mal meine SKS geladen. Wo bist denn du gerade jetzt? Immer noch in diesem Waldstück? Ja, immer noch da. Okay. Dann SKS habe ich geladen. 3. Ich hab sogar einen PU-Scope, Alter. Ey, kann auf die SKS Hunting Scope, weil das hätte ich ja noch. Nee, das PU-Scope, das habe ich gerade drauf gemacht. Du kannst meine Trumpet haben mit ordentlich Muni, wenn du willst. Ja, wäre besser als nichts. Und den Musin findet man bestimmt irgendwo nochmal. Okay, dann komm her. Bist du? Na, wieder zurück, da quasi. Ich bin ja gerade zurückgegangen. Hab grad nicht gucken können. Ich sehe dich auch nicht. Na, dein Ernst. Da oben, warte. Ich komme von der Seite links.
Nicht erschrecken. Ja. Okay, dann hast du hier meine Trumpet. Oh, danke. Und hier 50 Schuss dafür. Swap. Jo, danke. Jetzt musst du aber selber wissen, ob du das Visier drauf lässt oder nicht, quasi. So. Jo. Diese Folge, wa? Jo. Ja, ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder rum. Genau. Ja, wir haben uns jetzt endlich gefunden. Es war ein bisschen doof gelaufen in der Stadt, aber zum Glück sind wir trotzdem noch lebend herausgekommen. Und jetzt kann es auch schon richtig losgehen in der nächsten Folge, oder nicht? Ja, also ich denke, es wird spannend weitergehen. Wir werden mal gucken. Wir werden jetzt einfach auf jeden Fall weiterlaufen. Wir haben schon gesehen. Die Stadt wird hier scheinbar bewacht. Ich denke, das waren die gleichen wie von den letzten Folgen, die da rumgeschossen haben. Und werden dann mal gucken, dass wir jetzt hier weiterlaufen und mal gucken, was noch alles passiert. Genau. Ciao. Ciao.